Hallo und herzlich willkommen zu dem Ingos Treasure Hunt Nummer 34. So, erstmal muss ich mich schon mal direkt entschuldigen, weil ich habe heute ein bisschen Chaos gebaut. Und zwar, ich habe mir ja, wie einige wissen, zwei PlayStation auf eBay gekauft. Und die eine PlayStation, da geht der Laser für die DVDs nicht, beziehungsweise gibt es irgendwie Probleme mit dem Lesen. Da habe ich die halt auch jetzt schon mal auseinandergenommen. Ich ruckel. Das ist das nächste Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Ich versuche mich gleich mal zu entruckeln. Ansonsten nutze ich meine Brio. Warte mal. Ich versuche mich mal zu entruckeln. Ich muss mal gerade kurz. Ich bin jetzt mal gerade kurz weg. Ich muss mal. Sekunde. Ihr hört mich noch. Also wenigstens hört er mich, das ist ja schon mal etwas. So, Moment, der bootet jetzt wieder. Und ich hoffe, dass es jetzt geht, weil irgendwas, ich glaube, Moment. Sekunde, nee, das geht auch nicht. Ist der Ton wenigstens gut zu hören? Also wenn der Ton zu hören ist, also folgendes. Schuld ist eine Festplatte, warum ich ruckel. Und zwar, ich hatte eine Festplatte an einem USB-Hub hängen. Und und dadurch gab es irgendwie da Timing-Probleme. Aber ich schalte jetzt mal um auf meine Brio. Warte mal, dann müsste ich weg, nicht weg sein, sondern dann dürfte ich jetzt wieder. Sekunde. So, jetzt seht ihr mich doppelt hier. Einmal Ingo und zweimal Ingo. Und warte mal, jetzt machen wir Ruckel-Ingo in die andere Richtung. Moment. So, hier ist jetzt der. So ist auch gut, oder? Also ja, also ich muss mal gucken, weil scheinbar ruckelt das eine, also diese Camlink Elgato, die ruckelt. Ich mache mal gerade hier aus. Sekunde, jetzt bin ich übereinander. Und so, jetzt müsste es besser sein, oder? So, Ton ist 1A, das ist gut, der ruckelt nicht. Ich musste dafür meine Autokorrektur für die Belichtung anstellen. Dann ging es beim ohne Ruckeln. Ich weiß nicht, warum es ruckelt, aber ich bin ja jetzt mal, wie gesagt, dann mit meiner Backup-Kamera dann online. Ist jetzt nicht ganz so schön, aber das kommt halt davon, wenn man meint, es klappt alles, ja, und man bereitet nur in den letzten 10 Minuten irgendwie dann den Stream vor und das geht dann irgendwie immer voll daneben. Kann ich ihn zweimal ertragen? Naja, gut, das muss jetzt nicht sein. Aber ich hoffe, es geht einigermaßen jetzt vom Bild her, auch wenn es jetzt halt dann nur mit der Webcam ist. Aber ist jetzt auch okay. Ich muss mal, wahrscheinlich muss man ein Reset machen oder ich vermute, ich muss einfach mal den USB-Hub mal abstecken. Das ist sowieso interessant. Ich habe hier auch mittlerweile eine ganze Sammlung, Moment, kann ich euch mal zeigen, von USB-A auf USB-C-Adapter. Moment, hier könnt ihr mal sehen. Hier einmal hier von Anker, dann von einer anderen Firma und noch eine andere Firma. Und da macht jeder ein anderes Problem. Das ist total dämlich. Das macht halt irgendwie keinen Spaß. Und ich bin da immer noch am Experimentieren. Und ja, ich habe da halt heute mal den Adapter mal gewechselt. Und wie ihr seht, es ging halt schief. Man sollte nie experimentieren von der Aufnahme. Naja, egal. Also wie gesagt, jetzt seht ihr mich dann halt nicht mit dem anderen Bild. Was, was geht jetzt im Chat ab? Jetzt scheint es gut zu sein. Das ist gut. Danke, Inso. Was, die habe ich für den Aya? Achso, für diese Handheld, für diese Super Handheld, die du hast, Miri. Hallo, Miri. Ja, also nochmal hallo, Stefan, hallo, Exorzist, hallo, Inso, hallo, Miri. So, ich hoffe mal jetzt, dass der Elgato-Stream nicht ruckelt. Dann schauen wir doch mal. Okay, also hier, das sieht eigentlich ganz okay aus. So, wie gesagt, momentan, ich bin ja viel mit der PlayStation 2 experimentieren. Ich finde das derzeit auch ziemlich spannend. Vor allem, ich finde es schon Wahnsinn, wie retro die sich anfühlt mittlerweile. Weil das ist halt irgendwie alles, es fühlt sich halt irgendwie schon alles so ein bisschen älter an. Und, ich bin jetzt froh wenigstens. Ich hatte ja schon mal vorher eine PlayStation 2. Das ist jetzt meine dritte, die ich habe. Und zwar mit der ersten gab es Probleme mit dem Komponentenausgang.
da konnte ich das nicht so ordentlich über Komponente anschließen. Und mit der PlayStation 2, die ich jetzt gekauft, also die zweite Zweier, die, das ist eine Fett, da geht's. Und dann habe ich ja noch eine Slim gekauft und ja, da gibt es halt Probleme mit den DVDs, also mit PlayStation 2 Spielen. Naja. Aber mal gucken, der Stefan hat mir schon empfohlen, dass ich mir wahrscheinlich einen neuen Laser oder so ein ganzes Laufwerk kaufen muss. Gibt's auf Amazon für 27 Euro oder sowas. Also das ist jetzt natürlich nicht ganz wenig für so ein altes Gerät, aber ja, gut. Mal gucken. Aber da habe ich wenigstens einen neuen Laser. Ja, Miri, genau, aber mit USB-C-Adapter, das ist halt so ein Mist, ja, weil irgendwie sind die alle nicht so richtig in den Spezifikationen. Das ist ganz, ganz dämlich teilweise. Das ist halt, irgendwie funktioniert keiner richtig, jeder hat eine andere Macke. Und das ist halt echt total ätzend. Vor allem, wenn du halt da auch viele Geräte dranhängen hast, unter anderem auch Festplatten. Und die klauen sich dann halt irgendwie auch dann die Bandbreite von dem Ding und dann kann es natürlich passieren, dass halt irgendwie dann eine Webcam oder so dann nicht mehr richtig geht, weil ich habe da ja auch immerhin, okay, ich habe eine 4K-Webcam dranhängen, dann halt die Elgato HD60 S Plus und dann noch die Camlink 4K, dann hier mein USB-Interface und so weiter und natürlich, das Ganze hat dummerweise auch nur 5 Megabit ja, war das 5 Megabit, kann das sein? Oder 5 Gigabit Stream. Und es ist halt einfach dann etwas zu lahm. So. So, ja, das ist die einzige. Ja gut, aber du hast jetzt an deiner Eier ja auch nicht 20 Geräte dranhängen irgendwie, gell? Ja, wenn es... Wenn du das Equipment anschaltest, flackert die Straßenlaterne. Ja, das, nee, also so schlimm ist jetzt nicht. Ich habe ja zum Glück jetzt auch meinen neuen Rechner. Der braucht ja eigentlich auch nicht viel Strom. Also das geht auch ganz gut. Aber ich habe halt ein USB-Hub mit 15 Ports. Und dummerweise habe ich da so viele Geräte dran hängen. Der hat schon ein super starkes Netzteil dran. Ich weiß nicht, wie viel Watt das hat, aber es war ziemlich stark. Und wenn ich dann halt irgendwie alles ausgelastet habe, ja, dann geht's trotzdem nicht. Das ist halt auch dann etwas doof. So, wir hatten das letzte Mal live. Das war dieser Lebenssimulator. Das fand ich echt ganz gut. Jetzt machen wir mal Lighthouse. Ein Spiel von 82 von, war das Commodore? Tatsächlich, von Commodore. Ich wusste gar nicht, dass die auch 3 Kilobyte Spiele veröffentlicht hatten. Das ist ja ein Ding. So. Und es... Warte mal, habe ich nicht geladen? Nee. So, aber jetzt ein anderes Problem. Habe ich überhaupt Ton? Das ist jetzt... da bin ich mal gespannt. Weil, wie gesagt, ich bin heute sowas von unvorbereitet hier in den Stream geschlittert. Warte mal, es gibt 10 Fragen. Man soll sie schnell beantworten. Do not press return. Ja, was mache ich? Ich press return. To choose a difficulty... Ein F-Button? Also ein Function-Button. Was ist das denn? Ein Leuchtturm? Ja. So. Schöne Leuchtturmanimation. Also ich höre keinen Ton, ist aber scheinbar auch kein Ton da. Ja, es gibt interne USB-Hubs als Steckkarten. Ich habe leider halt nur ein MacBook und da... geht halt nichts Internes. Also deswegen, ich habe 3 USB-C-Ports und da muss man halt damit halt irgendwie überleben. Und das Beste, was ich schon festgestellt habe, dass man halt die Geräte möglichst an einem USB-C-Port ansteckt, hat man die wenigsten Probleme. Aber wenn man das dann halt alles so kaskadiert über Hubs, dann ist es doof. Was mache ich denn jetzt überhaupt hier? Wo sind da Fragen? Oh Mann, ist das jetzt wieder so ein Intelligenztest oder was soll das denn hier? Ich soll nicht Return pushen. Wo ist denn da das Spiel? Da ist echt Spielton? Tatsächlich, okay. Leute, dann nutze ich das mal gerade kurz, um den Ton zu kriegen. Ja, jetzt habe ich mir Ton hinzugeschaltet, okay. Gut, jetzt habe ich Ton wenigstens.
Verstehe ich jetzt auch nicht, warum ich den nicht so hätte kriegen sollen, aber ist auch egal. Was drauf achten, dass man eine mit Chip erwischt? Ja gut, es geht um die internen USB-Karten. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ja, machen wir mal ein nächstes Spiel. Also, das ist jetzt auch nicht gerade eine Perle. Beziehungsweise, warum haben es denn damals die Fossil 20-Spiele immer so schwer gemacht? Ja gut, es gab natürlich auch eine Anleitung. Wobei, das habe ich ja schon mal gezeigt, dass in den Commodore-Anleitungen, da stand ja meistens eigentlich nur drin, wie man das Spiel startet und keine Story oder sowas. So, Line-Up. Ingo. Ja, Mist. Machen wir mal hier. Inso. Ach nee, ach, vier gewinnt. Vier gewinnt ist das, oder? Ja, okay, gut. Sekunde. Ich muss gerade kurz gewinnen. Juhu, ich habe gewonnen. Also ich suche halt einen geilen externen Thunderbolt-Hub. Ja, aber irgendwie gibt es da auch nichts Bezahlbares, was halt auch funktioniert. Das ist halt... Ah... Das nervt halt irgendwie. Und das ist alles so im Beta-Stadium. Oh, was ist das denn jetzt hier? Lightbikes. Ach, Tron. Warte mal. QASD. QAS. Oh je. Achso, aber das muss man mit zwei Spielern spielen. Ach, das ist ja interessant. Moment, das ist, ich will es aber gerade starten. Das Spiel ist jetzt halt etwas, ja, also nichts Besonderes. Aber das ist eine Tron-Variante, wo man nicht automatisch fährt, sondern man muss halt möglichst schnell. Ach, jetzt. Wie geht man nach unten? Ach nee! Nee, mit A geht man nach. Also stellt euch mal vor. Moment. Gott. Ja, jetzt habe ich es. Ja, oh je. Q, A, S, D. Q rauf, A runter, S links und D rechts. So. Und man spielt das zu zweit. Ja, man muss halt möglichst schnell eine Schlange bilden und den anderen quasi dann einsperren, beziehungsweise dann in die Vernichtung treiben. Und scheinbar, je mehr Blöcke man erobert hat, desto mehr Punkte kriegt man. Und das ist halt eigentlich so ein manueller Tron-Klon. Das ist ja interessant. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Weil normalerweise hat sich ja bei Tron immer das ganze Feld automatisch aufgebaut. Das heißt, also wenn die Zeit verstreicht, dann fährt man und die Wand baut sich dann nach und nach auf. Und hier muss man das halt manuell aufbauen. Ja, hat was. Also kannte ich jetzt auch nicht. So, Little Kong. Das hört sich an wieder nach einer Donkey Kong-Variante. So. Er braucht eine Weile. Okay, das ist ja, was heißt, es geht eigentlich. Also ich wollte jetzt erstmal sagen hässlich, aber ich finde, es ist super klar strukturiert und man kann auch sehr gut erkennen, was was ist. Ja gut, außer vielleicht den... Wow, das erste Mal, dass ich das so schnell durchgespielt habe. Kann man nicht springen? Wie springt man denn? Was ist das denn? Oh Mann, dreimal in 5 Sekunden gestorben. Das ist ja... Das stellt ja sogar noch fast den Yolanda-Rekord ein. Ja, es ist halt ein Donkey Kong-Klon. Ja, also die Spiele waren damals echt beliebt. Lukas aus der Computer mit ein Listing. Machen wir mal. Ja, nee, habe ich keine Lust zu lesen. Moment. Und nochmal laden. So. Was ist das denn? Grafikfehler?
Ja, warte mal, ich schalte mal gerade kurz Caps Lock an. Okay, ihr könnt jetzt aussuchen, was sieht besser aus. Das hier oder das hier? Das, ist da ein Fehler drin oder sah die Grafik wirklich so aus? Das ist schon etwas hart. Nee, also dann nächstes Spiel. es war echt, Locos, Loco ist ja Spanisch für verrückt und so sah das auch aus. Log Run von Terminal. Wir analysieren Logs. Was? Was? Wieder ein Donkey Kong Klon. Wie startet man? Ja, und man muss halt irgendwie scheinbar auch mit der Tastatur gehen. Ja, aber es sieht okay aus, finde ich so. Das, ich weiß jetzt nicht, wie man geht, aber das ist jetzt ein Luxus. ja, den möchte ich jetzt hier nicht, also keine Zeit investieren. Ja, aber es sieht flüssig aus. Und der Affe ist ein Vogel und der Affe steht rechts oben anstatt links oben. Na gut. Aber die Auflösung fand ich jetzt hoch. Das ist, so, ja gut, das ist ein Spiel und da fehlt wieder, da fehlen die anderen Parts. Also da können wir eigentlich nur das Intro anschauen. Ja, das ist halt wieder, ja, da ist halt Tosek wieder dran schuld. Da sind halt die einige Teile, ja, die sind halt irgendwie verschüttet gegangen. So, jetzt Lost Dutchman's Gold mit 16 Kilobyte. Da bin ich mal gespannt, weil ich suche immer noch ein Spiel, was kein Adventure ist und was 16 Kilobyte verwendet. So. Ja. Was habe ich gesagt gerade? Adventure. Ja. Text-Adventure. Ja, und das ist natürlich jetzt sogar eins der ganz harten Sorte. Ohne Grafik, einfach nur reiner Text. Na gut. Tja, damals hat man wohl nie mehr als 8 Kilobyte Speicher gebraucht, es sei denn, es war ein Adventure oder ein Rollenspiel. So, Lucifer's Bell. Das ist ein holländisches Spiel. Also die Holländer sind zumindest im Tosek-Archiv auch extrem stark vertreten. Aber ja, nicht mit besonders hochwertigen Spielen. Okay, das... Ja, das waren wahrscheinlich auch Zeitschriften-Listings. Lucy Lizard von Nanook. So, was ist das denn? Ein Oh, ich kann nach oben spucken. Oh, das Gute ist, jede Taste, die ich drücke, die macht was. Also man muss scheinbar oben die Fliegen fangen. Oh je. Also das ist halt wirklich nicht so. Wir hatten letztens ja mal im Stammtisch die Diskussion, und zwar ging es um die neue Matrix-Demo mit der Unreal 5 Engine, die jetzt auf der PlayStation 5 und Xbox Series X und S erschienen ist. Und da ging es darum, dass einige halt gemeint haben, ja, das ist ja gar kein richtiges Spiel, aber man konnte halt auch verdammt viel entdecken und irgendwie Blödsinn machen. Und also wenn sowas mal damals gewesen wäre, das wäre wirklich ein super Spiel gewesen, also so eine Open World im Prinzip, wo man halt irgendwie Blödsinn machen kann. Ich meine, gut, damals gab es halt keine tiefsinnigen Spielekonzepte und das hat sich halt, also der Anspruch hat sich heute da natürlich deutlich geändert. Ja, aber wer den noch nicht gesehen hat, diese Matrix-Demo, das ist wirklich nett, das kann man sich mal anschauen. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Spiel?
Ludwigs Lemon Laser. Was für Namen. So, ein Spieler. Warte mal, ich habe hier einen Laser. Okay, warte mal, ich bin rechts der Strich. So, und ich gehe rauf und runter. Und ich muss mit dem Laser diese Pünktchen abschießen, die von links nach rechts rüberkommen. Okay. Und der Laser schießt automatisch, also ich muss nichts machen. So, ich denke mal, die werden noch immer schneller. So. Aber immerhin, mehrstimmiger Sound. Das ist halt auch nicht immer üblich gewesen. Und ich kann drei Kanäle hören. Finde ich jetzt auch nicht mal so schlecht gemacht. Also, der Soundchip im VT20 konnte schon noch mehr. Also, es gibt da durchaus einige sehr gute Demos, die zeigen, was der VT20 alles konnte. Aber damals haben sich halt die Programmierer nicht sonderlich für Musik interessiert. Man wollte ja Spiele spielen und nicht Musik hören. Das galt damals, glaube ich, auch noch nicht so als Kunstform. Das ist erst so später durch halt ja, auf dem C64 aufgekommen. Ich kann mich jetzt auch nicht entsinnen, ob es irgendeinen großen VC20-Musiker gab. Eher nicht. Also das war halt immer so, Musik war da. Es gab auch viel zu wenig Speicher, um groß Musik zu machen. Ich meine, das war Speicherverschwendung im Prinzip. So. Aber so allmählich wird es dann doch ein bisschen langweilig. Aber die Pünktchen werden immer mehr. Kann das sein? Oh, warte mal. Nein. Okay, ja, gut. Ja, gut. Was soll ich jetzt sagen dazu? Es war okay. Es war zumindest mal spielbar. Jetzt nichts Besonderes, halt ein sehr einfaches Spiel, wahrscheinlich ein Listing zum Abtippen. Ja, vom Mogul, ich kenne die jetzt nicht. So, jetzt kommen wir zu Luftkampf. Moment. Es geht nicht. Ich wechsle mal gerade kurz zu dem Commodore-Kernel, weil es sieht mir fast aus wie ein Problem im Jiffy-DOS. Nee, dann gebe ich mal ein bisschen mehr Speicher, aber das ist normalerweise nicht die typische Speicherfehlermeldung. Nee. Tja. Ja, ich werde jetzt nicht alles Mögliche durchexperimentieren. Ja, keine Ahnung, also ich vermute mal eher, Moment, ich kann auch mal reingucken gerade, mal. Nee, Moment. Ach. Tippen will gelernt sein. Das sieht für mich etwas kaputt aus irgendwie. Ja, also ich weiß nicht, hier Exorzist, du bist ja Experte hier auch beim VT20. Für mich sieht das kaputt aus, oder? Also da ist wahrscheinlich irgendwie ein Lesefehler im Programmfile. Also das sieht nicht okay aus. Ja. Ja gut, also da ist irgendwas wahrscheinlich nicht heil. Ja, das passiert halt leider auch beim Tosek. Da ist halt viel Mist drin. Man müsste wirklich mal eigentlich alles durchgehen und dann auch mal bewerten, weil ja, dass man halt auch mal den ganzen Mist hier aussortiert. Gell? So, was macht der denn jetzt? Has failed. K-
keine Ahnung, irgendwie. Was? Ist es irgendwie ein Startsimulator für eine Rakete oder irgendwie so? Ich habe keine Ahnung. Fuel? Ja, man muss da irgendwie was mit Verbrauch und keine Ahnung. Ja, gut, also ja, das ist wahrscheinlich war das irgendwie von einem Ingenieur mal so eine Berechnung, dass er sowas mal in Lernspiel für Studenten mal umwandeln wollte und dann hat er das dann irgendwo mal, ja, es ist in irgendeinem Archiv gefunden worden. So, jetzt kommen wir zu einem modernen Spiel. Lunar Blitz von 2006. Da bin ich doch mal gespannt. So. Für die Mutter gemacht. Ja, gut, aber ist jetzt auch grafisch mäßig jetzt nicht so der Hammer. Aber das Spielprinzip ist eigentlich auch relativ altbekannt und wurde schon oft umgesetzt. Wobei, wenn ich jetzt mal weiter weg gucke. Ja gut, der. Nee, so hübsch sieht es nicht aus. Also ich finde es halt ein bisschen. Und warum ist denn so viel Rosa da drin? Also das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ach, und man fliegt immer schneller. Ach! Ah, und jetzt, das ist das Problem. Ja, und irgendwann kollidiere ich. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft, ich bin gelandet. Miri, wie kommst du denn da drauf? Ach so. Nee, aber das kennst du nicht, das Spielprinzip. Das ist, ich glaube, Skyscrapers oder sowas. Also das ist, das habe ich mit Sicherheit schon mal ein halbes Dutzend Mal hier gespielt, in verschiedenen Varianten. So, also wo man Hochhäuser abreißen muss. Ja, das ist halt auch willkommen in den 80ern. Ich glaube, das war halt auch eines der brutalsten, ja, was heißt der, nicht der brutalsten, aber eine ziemlich pessimistische Zeit. Oh, jetzt bin ich in gegen das Hochhaus geflogen. Ah, Miri, ich glaube, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also heute würde so ein Spiel kommerziell nicht mehr veröffentlicht werden. Also wo man halt, ja, Wolkenkratzer, den Boden gleich machen muss. Naja, ja, es ist schon eine Sache, aber gut, da hat sich damals auch keiner was gedacht, ja. So, Lunar Lander von 81, das sagt mir aber was. So, bitte Joystick. Ne, JKL. JKL. Oh, mit Physik bisschen, also. Ich kann auch, warte mal, kann ich steuern? Ja, ich kann steuern. Ach, nee, aber irgendwie geht das nicht so richtig. Ich muss auf einer flachen Fläche aufkommen. Okay, Joystick geht leider nicht. So, ich kann Schub geben. Seht ihr? Dann bin ich ein bisschen, so, ich kann auch ein bisschen lenken. Dass man vielleicht irgendwo aufkommt. Hier, nein, da gab es jetzt irgendwie Wind. Wind auf dem Mond. Boah, aber wo kann man denn da landen? Oh, Schub. Oh, nein. War das in Wirklichkeit auch so schwer? Ja, warte mal. Jetzt bin ich wieder abgehoben. Nein. Warte mal. Man muss doch da landen können auf dem Mond. Also, es ist doch keine Raketenwissenschaft. Obwohl, eigentlich doch. Bin ich weggeflogen.
Oh. Also, warte mal, ich muss doch da jetzt landen können. Also, ich krieg das nicht hin. Wo ist denn der Arne, wenn man ihn braucht? Weil der ist doch, Atomphysiker. Das bringt mir jetzt zwar auch nichts weiter, aber zumindest ist der jetzt von der Ausbildung her näher dran an Raumfernlanden als ich. Nein, 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 land doch, du blödes Teil. Ach je, okay, aber lassen wir das mal dabei. Ich fand's aber interessant. Das hat mir Spaß gemacht, aber ich weiß trotzdem nicht, wie man landet. Also man kann ja Schub geben und die Richtung bestimmen, aber tja, machen wir mal weiter. Hat aber was. So, jetzt Luna Rescue. Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Muss man da irgendwie eine Speicher? Ach, 8K. Okay, ich brauche Speicher. Geben wir ihm doch mal unendlich Speicher. Ja gut. Für damalige Verhältnisse war es unendlich. Tja, will er da was nach? Achso, ja, wieder Multipart und uns fehlen die anderen Parts. Och, Leute, das ist doch nicht schön. Ja, dann geht's leider nicht. Tut mir leid, aber das ist halt der reinste Flickenteppich, das TOSIG-Archiv. Moment. So, Man Landing. Was? Achso, das ist holländisch. Wahrscheinlich meinen die Mondlandung. Nee, okay, das ist jetzt. Das ist jetzt hier eine Tabellenkalkulation. Also, das müssen wir. Also, ja, das. Das kriege ich jetzt auf holländisch erst recht nicht raus. So, was, Mac Mason? Oh, ist das schlecht lesbar. Weiße Schrift auf blauem Hintergrund, grünem Hintergrund. Oh, mein Auge fällt ab. Aber wenn mein Auge ausfällt, habe ich ja zur Not noch andere Augen hier. Also, ich bin gut versorgt. So, erste Runde. Ach, ich kann mit. Ach, warte mal, ich kann mit Joystick steuern. Was muss man da machen? Oh, ich muss bauen? Ist das sowas wie inverses Breakout? Die Bälle dürfen nicht den Boden berühren. Und ich habe schon verloren. Und ich muss bauen. Ich kann auch nach oben bauen. Aber nur nach oben. So, was ist jetzt der Reiz von dem Spiel? Ja, man kann bauen. Und jetzt kommt der Krankenwagen. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja, okay. Gut. Kommen wir jetzt zu Matt Rivers von Anirock. So. Moment, habe ich das geladen?
Ja, gut, aber ich habe trotzdem nicht so richtig den Sinn von dem Spiel gesehen, Miri. Also ich fand das irgendwo merkwürdig. Ach, wieder so ein Autorennen von oben nach unten und wo ich nicht weiß, wie man das steuert. Oh nee, oder? Brumm, brumm, brumm. Nee, okay, das, warte mal. Mad Rush, das sagt mir jetzt was. Das kenne ich. Das kenne ich. Ich glaube, dieses Spiel ist eins der Spiele, die ich gesucht hatte. Weil das war ein Listing in der Computer mit. Und da gibt es verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Soundtrack. Oh, jetzt ist es abgestürzt. Kann ich jetzt leider nicht beweisen, aber... Weil ich habe das jetzt schon mal gesehen, nochmal ohne Soundtrack und mit einer anderen Musik. Und die Version, die ich damals hatte, die hatte einen Bomben-Sound gehabt. Also man muss jetzt hier laufen und den Sachen ausweichen. Und ich finde, es lässt sich auch sehr gut spielen. Also und grafisch fand ich es damals wirklich abwechslungsreich. Okay, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen so eine Verblendung, aber... Also jetzt habe ich das Spiel gefunden, das ist schön. Also das ist jetzt, hört sich doof an, aber das ist einer der Titel, warum ich hier überhaupt das Format mache, weil ich einige Spiele suche, wo ich nicht mal wusste, wie die heißen. Und ich wusste damals, es hat irgendwas mit Rush zu tun. Und Mad Rush kam mir bekannt vor. Mir kommt das Spiel auch bekannt vor, aber die Musik ist nicht bekannt. Also die Musik ging damals anders. Aber ich bin ja auf das Spiel, wie gesagt, schon gestoßen mit anderen Sounds. Ja, cool. Also das müssen wir mal direkt aufschreiben. So. Ja. Ah, toll. Ja, die Musik ist von Ich gebe Gas, ich will Spaß. Ja, genau, aber die Musik kannte ich jetzt damals. Ich meine, gut, ich kenne die Musik, aber das war damals auch nicht schwer, die Musikstücke auszutauschen, weil das waren ja halt Listings und da ist man halt dann einfach an die Stelle gegangen, wo die Musik war und hat dann sein eigenes Soundstück dann reingeladen. So. Was war das jetzt? Malaka? Nee, Mankalaka. Mankala. Kala. Mala. Oh, nee, warte mal, das ist jetzt wieder auf. Ach, was haben denn die Holländer so mit diesen ganzen Zahlen spielen? Also, sorry, aber dafür habe ich jetzt echt keinen Bock. Also, da meine. Was ist denn jetzt? Mangrove von Supersoft. Ich sehe nur Zahlen. Was ist das? Ist das wieder ein Live-Spiel? Nee. Was macht man denn da? Ach. Was muss ich denn da machen? Es sieht interessant aus, aber vielleicht ist das jetzt irgendwie auch ein Organismus, den ich vergrößern muss. Der verkleinert sich ständig. Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen so mit dem Live inspiriert. Vielleicht muss ich denn die anderen... Nee, ich muss vielleicht die anderen Organismen irgendwie eingreifen. Was muss man denn machen?
Hallo Michael. Ja, also ich muss zugeben, ich habe jetzt keine Ahnung, was man machen muss. Das Spiel sieht interessant aus. Es scheint wohl so eine Mischung aus Live mit Monstern zu sein, die halt dann eingreifen. Also, dass das Live-Spiel weiterentwickelt worden ist zu einem Spielkonzept. Aber dummerweise bräuchte man da wahrscheinlich dann doch irgendwie die Anleitung. So, Marble Hunt. Warum habe ich jetzt gerade sowas wie Marble Madness erwartet? Ich glaube, diese Tonfolge, die stand auch im Handbuch drin vom VC20 Handbuch. Also da gab es ja auch eine Anleitung, wo man halt auch dann so grundlegende Dinge programmieren konnte. Da gab es einen Basic-Kurs und unter anderem gab es auch eine Einführung in den Soundchip von VC20. Und ich glaube, das Ganze war dann auch als Demo drin. Also diese Tonfolge. Was ist das? Pac-Man? Ohne Mauern? Also heute ist wirklich nichts Spannendes drin, habe ich das Gefühl. Martian Prisoner von 83. Was? You're in a prison cell. The guard has turned off the force field and entered the cell. Das ist ein Adventure oder was? Ja, okay, Text Adventure. Ja, gut. Text Adventures überspringe ich. Martian Raider. Oh. Oh, das sieht aus ein bisschen wie ein Defender. Oder nee, nicht ganz, aber ein Side-Scroller, wo man Sachen zerstören kann. So. Oi. So, ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mir fehlt aber jetzt ein bisschen so die, was man machen muss. Und vor allem ist es nicht sonderlich schwer. Ich meine, ich mache eigentlich nicht viel. Ich fliege einfach nur entlang und schieße. So, jetzt geht's weiter. Also ich bin, glaube ich, in die nächste Ebene reingekommen. So. Ja, ja, es ist halt so ein Zeit-Shooter. Es sieht nicht verkehrt aus, aber ja, ich muss zugeben, dass mich so Spiele heute nicht mehr reizen. Damals hätte mich das wahrscheinlich eher noch gereizt, aber ja. Das war. Kann man mal aufschreiben. Also der, von der Grafik her fand ich den für die Zeit ganz okay. Ja, von Romic, die haben wir auch schon, haben wir ein paar Mal auch mal gehört, also die sind ja nicht ganz unbekannt. Okay, Mastermind, ja gut, das ist jetzt, warte mal, eine holländische Version. Vor allem, es gibt ja jetzt 20 verschiedene Versionen. Aber das wäre, glaube ich, ja gut, wir können mal ganz kurz reingucken hier in eine, wie das aussieht. Aber Mastermind ist ja das Brettspiel von Parker, war das, glaube ich, damals. Ja, und es war damals halt total populär, aber gut, das sieht jetzt halt grafisch nicht so doll aus. Ich muss auch sagen, ich kenne die Spielregeln nicht mehr ganz. Nee, ich glaube, man muss irgendwie erraten. Wie war das denn? Also man muss irgendwie Farbkombinationen irgendwie erraten. Und
ja, es hatte was, es war echt ganz gut. Und man musste damals halt irgendwie jedes Brettspiel auf den Rechner bringen. Es wird heute eigentlich nicht mehr so konsequent gemacht wie damals. So, jetzt Math Hurdler, das hört sich jetzt an wie ein Mathematik-Lernprogramm. Gucken wir mal kurz rein, ansonsten überspringen wir das. Was? Ne, das ist ein Sportprogramm. Also. Was? Ich habe mit jeder Taste hier ein Problem. Ich weiß nicht, wo die auf der Tastatur sind. Ah, hier habe ich eine gefunden. Ja, warte mal. Yes. Oi. Oi. Oh. Ja, Hot Black, Treibstoff am Boden muss man treffen, das kann sein, ja. Ja, also ich habe es mal aufgenommen in der Liste. Ich fand es jetzt zumindest mal spielenswert, aber das hier ist ja jetzt wirklich absolut. Oh. Ach, Moment! Nee! Sekunde! Ich denke immer, man muss springen, man muss aber oben irgendwelche Matheaufgaben beantworten. Ah, und dann klappt es auch mit dem Springen. Ja, jetzt verstehe ich das Spiel. Mathe-Training. Gibt es irgendwo Probleme in Twitch? Also ich sehe mich, okay. Also ich habe jetzt hier laufen, also bei mir geht's gut. Oder habt ihr auch Probleme? Es kann sein, warte mal, Mathe-Quiz, es ist jetzt halt schlecht zum Stream. Ja gut, lassen wir die mal außen vor jetzt hier. Geh mal auf Matrix. Das ist jetzt mal ein Highlight von Jeff Minter. So, da gucke ich mal, weil da kann man jeden Leck sehen. So, und da sieht man auch schon direkt, das sieht doch jetzt mal echt geil aus. Was heißt geil? Also für VC20-Verhältnisse. Da sieht man jetzt mal, es gibt einen richtigen Titelscreen, der halt erinnert an so einen Arcade-Automat. Und vor allem oben auch dieses Matrix-Logo ist halt, das sind einzelne Pixel und nicht halt einfach nur der Standard-Font, der halt gerne auch mal verwendet worden ist. So. So, das ist ein Gridrunner-Klon, also selbst geklont. Weil Gridrunner ist ja auch von Jeff Minter. Und der hat halt seine Spielkonzepte tausendfach irgendwie wieder mal weiterentwickelt. Und wenn er irgendwie eine Version besser fand, dann hat er die wieder unter einem neuen Namen veröffentlicht. Und schaut euch mal das an hier. Das ist alles super butterweich. Ja, überall gibt es halt irgendwo Blitze und ja, es sieht super aus. Und auch die Geräusche, ja, das sind halt nicht jetzt mal die Standardgeräusche aus dem VC20 Basic Buch, sondern, gut, der hat es in Assembler ja auch geschrieben. Aber das ist jetzt halt wirklich ein Spiel, was jetzt mal einen doch etwas professionelleren Touch hat. Zumindest wenn man mal die anderen VC20 Titel vergleicht. Und sowas hätte man Anfang der 80er auch in der Spielhalle haben können, finde ich. Also Jeff Minter, der hat damals wirklich, ist er deutlich herausgestochen. Und man muss eigentlich den Namen Jeff Minter auch immer erwähnen im Zusammenhang mit dem VC20, weil der hat da wirklich so viele Titel veröffentlicht. Und ja, also ich denke mal so bei den Top 10 VC20 Spiele spielen, dass da mit Sicherheit ein paar Jeff Minter Spiele dabei wären. Ja. Gut, das ganze Spiel ist auch wieder Highscore betrieben. Und ich muss auch zugeben, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, durchzublicken, was man alles machen kann.
Da oben ist zum Beispiel ein Männchen. Was macht das Männchen da? Das ist keine Ahnung. So, Moment. Ich schreibe mal gerade auf mit dem Matrix. So. Perfekt, ja. So, also gut, alles okay. Ich ruckel nicht, das ist gut. Ich glaube, ich war vom Stream hinterher, hatte zeitgleich Twitch am Handy offen und da warst du ordentlich voraus, ja, in der Zukunft. Ja, ich nochmal vielleicht für die Leute, ich bin heute mit einem etwas anderen Bild da. Ich kann es nochmal zeigen, weil mein anderes Bild ruckelt. Hier, das ist das, das ist meine Systemkamera. Und da bin ich auch ein Ticken dunkler, das ist aber normal, das ist die Abstimmung. Und ich ruckel da. Und das kommt halt daher, weil ich ein bisschen rumexperimentiert habe mit einem USB-Hub, beziehungsweise USB-C zu USB-A-Adapter. Und da gab es da ein bisschen Probleme. Und natürlich Murphy's Law, die Probleme sind immer sichtbar, wenn man irgendwas streamt oder so. Und da hatte ich, dummerweise war ich heute auch etwas mutig, weil ich ziemlich spät erst mit der Vorbereitung angefangen habe und ja, und das sollte man nie machen. So, okay, hier haben wir zum Beispiel ein Problem. Das sieht aus, dass es zu wenig Speicher gibt und von Computronic. Also nee, Moment, ich habe 8 Kilowatt Speicher angestellt, deswegen geht's nicht. So. Also nochmal für die Leute, die das nicht kennen, der VC20 ist unheimlich sensibel mit der richtigen Speicherbelegung. Also man muss halt die richtige Speichererweiterung anstecken, ansonsten funktionieren die Spieler nicht. So, Matron. Ja, das ist eine Tron-Variante, oder? Ach, mit Joystick geht das sogar. So, Spiel gegen Computer, ja. Okay. Hey, das sieht doch gut aus. So, und ich bin ja der Experte von Achtung die Kurve. Das haben wir ja immer fleißig hier bei Amiga Live geübt. Nein! Ich depp. So. Ja, die jetzige Kamera, die kaschiert die Falten. Und die Haare. So. Aber das ist echt gut spielbar. Ich habe gewonnen. Ja, super. Nee, das ist cool. Das schreibe ich mir auch mal auf, einen Tron-Klon. Weil da hatte ich bis jetzt auch noch nichts Ordentliches auf dem VC20 gefunden. Obwohl doch mal vor 20 Folgen, glaube ich, gab es da mal was. Aber Tron ist auch ein Spiel, das spiele ich immer noch gerne. So. Max von Kingsoft. Kingsoft ist ja auch eine Firma, die später beim Amiga ziemlich erfolgreich wurde. Vor allem mit halt solchen Budget-Spielen. Emerald Mine, ja, oder City Defense war ja von Kingsoft. Und später wurde das Ganze ja auch dann von Electronic Arts dann übernommen. Ach, ja, Q-Board. Ach, und Kingsoft war bekannt dafür, dass sie Spiele nachprogrammiert haben. Die haben eigentlich alles immer nur geklaut. Aber es ist besser spielbar als das Original auf dem VC20. Das steuert sich butterweich und ich finde auch die, ja, die Grafik ist okay. Also sie ist jetzt nicht bunt, aber zweckmäßig. Und es ist höllisch schwer. Der Computer ist echt sowas von knüppelhart.
Wie viele Leben habe ich denn eigentlich? Achso. Okay, man hat viele Leben. Also warte mal, das muss ich nochmal probieren, weil das sieht echt gut aus. Aber echt, Kingsoft, die haben damals, glaube ich, echt nichts selber auf die Reihe bekommen. Das hat sich dann auf dem Amiga dann noch fortgesetzt. Die haben zwar immer sehr gut kopiert, ja, also die Spiele waren damals wirklich besser als das Original. Ich sage halt nur Emerald Mine, das war ja ein Boulder Dash-Klon. Und das hat total Spaß gemacht, weil Boulder Dash gab es auf dem Amiga, glaube ich, nicht. Und da musste man halt dann einen Klon spielen. Die haben nicht nur geklaut. Ja, aber Kingsoft waren da nicht auch mehrere. Also ich kenne halt Kingsoft nur, dass da halt oft Dinge, ja gut, damals in der deutschen Anfangszeit, also in der deutschen Anfangszeit der Spieleentwicklung, da wurde halt dann auch sehr oft kopiert. Das hatten wir auch damals dann auch mit Rainbow Arts und sowas gesehen, was da halt dann alles für Spielekonzepte dann halt abgekupfert worden sind. Aber ich wusste jetzt gar nicht, Winter Games, Summer Games bezog sich das auf Kingsoft. Das war doch nicht von denen, oder? Wie meinst du das denn hier, Exorzist? Was ich ja auch mal interessant fand, es gab ja auch ein Battlefield von Kingsoft von 82 und da habe ich mir halt immer auch die Frage gestellt, ob dann später die Namensgebung für die große Spieleserie von Electronic Arts aufgrund dieser alten Lizenz beruht, weil die haben ja dann quasi ein Urheberrecht, was dann halt auch bis auf 82 zurückgeht und dann konnte eigentlich kaum ein Mitstreiter die Namensrechte halt dann irgendwie beanspruchen, weil die konnten ja immer behaupten, ja gut, das war ja die Fortsetzung der Serie von 1982. Oh, du hast was am Butterfly mitprogrammiert. Also ich muss sagen, ich kenne den C16 nicht. Butterfly, was war das für ein Spiel? Ach, du warst auch bei Kingsoft aktiv? Achso, beim Schwimmen. Cool, also du hattest für Kingsoft auch programmiert, nicht? Ja, auf jeden Fall spannend. Also ich muss sagen, gerade Kingsoft-Spiele finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Und vor allem sind die jetzt auch nicht wirklich schlecht. Also die stechen halt auch damals schon heraus. Und es hat ja auch dann einen Grund, warum die dann auf dem Amiga dann auch sehr erfolgreich waren. Aber ich bin damals nicht bewusst auf Kingsoft gestoßen. Ja. Achso, die haben selbstständige Programmierer, Kingsoft, ja. Ach, die Frau von Udo hat immer die Musik gemacht. Ja, spannend. So, jetzt Maze von Nanook. Und das finde ich auch das Spannende, dass halt auch viele Namen, große Namen oder halt auch Firmen, die tauchen halt auch schon teilweise sehr früh auf, so in der Spielegeschichte. So, Maze von Nanook Industries Limited. Ich mache noch nichts, also der macht irgendwas, aber ich mache nichts. Ja, was, also ich höre ein Rauschen. Und das war's auch schon so. F1, F3. Ja, also ich habe keine Ahnung. Also, ja. Komisch. Also gut, ich wusste nicht, wie man das steuert. Jetzt kommen wir zum Maze Eater von Cascade.
Oh. Warum geht denn kein Joystick? Also das war damals wirklich dann auf dem C64 die beste Maßnahme, dass eigentlich fast jedes Spiel mit Joystick steuerbar war. Ein Pac-Man-Klon mit Tastatur, das ist doch ekelhaft. Nee, also ja gut, ein Pac-Man-Klon, machen wir mal weiter. Das war neben Donkey Kong auch eines der Spielekonzepte, die halt auch dauernd immer nachgemacht wurden. So, aber jetzt, warte mal, jetzt kommen wir zu was Spannendem. Und zwar ein Spiel von 2008 mit 8K-Speichererweiterung. So, und da bin ich mega Omega. So. Okay. Wow. Das ist doch mal ein tolles Intro für ein Final Fantasy Spiel. So, warte mal, die Sommerolympiade lief damals über Anko als Vertriebspartner. Ja, die kannte ich auch. Wirklich bekannt wurde Kingsoft durch Ghost Town. Ja, cool. Ja, aber das sieht doch jetzt mal vielversprechend aus. Press any key. Mit Internetseite. Listen to Burray. Ja, aber warte mal, man muss es mit Tastatur spielen. Mensch, das Spiel sieht so toll aus, aber warum mit Tastatur? Ich finde die Tasten nicht. Moment, nee, das war die Caps Lock Taste. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Tja, also, sorry, das sah richtig gut aus. Ich mach mal gerade abbrechen und nochmal Neustart. Vielleicht stand am Anfang irgendwas. So, warte mal. C to center screen. Hier, steht doch mal, warte mal. Try to hit the Omega, but avoid all moving objects. Press any key to jump. Ja, und warum geht das nicht? Und C to center screen. Ah! Moment, ich bin dieser komische Ball. Ah, okay. Und ich kann irgendwas drücken? Jetzt kommt Level 2. Ah! Okay. Cool. Das hört sich ja irgendwie ziemlich krank an, hier, dieses Geräusch. Okay, also man kann jetzt irgendwie hüpfen oder beziehungsweise den Ball durch den Sprung modifizieren. Und, Moment, jetzt muss ich springen. Es ist nicht ganz einfach. Ah, Moment. Und man kann die Dinger essen. Also die Monster, die da rum sind, zu spät gesprungen. Also ein bisschen Anleihen von Arkanoid oder wie auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche Sprechweisen. Zu spät gedrückt. Oder Breakout ohne Schläger. Also ich finde das interessant, das Konzept. Wahrscheinlich sieht es für euch jetzt langweiliger aus, als es ist, aber ich finde es echt spannend, aber ich bin nicht fähig, richtig zu springen, weil irgendwie fehlt mir noch ein bisschen das Feedback, also wie man den Ball beeinflussen kann. Ah, jetzt habe ich ihn, guck, jetzt habe ich ihn. Aber, Moment. Vor allem, was mich jetzt wundert, man hat Shield. Wann wird denn Shield abgezogen? Ah, fast hätte ich es geschafft. Nein, das ist echt nicht einfach. Oh.
Ah, fast. Ich sehe gerade Exorzist Bongo, das sagt mir was. Ja, gut, ich schaffe es jetzt nicht, aber das werde ich mal merken, das Spiel, das ist nett. Mega Omega. Mega Omega. Ja, so eine Art Breakout-Klon. So, ich würde vorschlagen, Jetpack, ja, das hatten wir doch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich. Ja, ja, das war cool. War Jetpack das mit der Rakete zusammensetzen, wo man die Rakete zusammenbauen musste, mit dem, auch da mit dem Fuel? Weil das hatten wir, glaube ich, dann auch in der letzten Folge. Und ich muss mal gerade gucken, hier, Bongo. So, wir können das jetzt mal hier auch mal einen Cut machen, weil der Michael möchte auch gleich ran. Ich gucke aber noch mal gerade kurz, ob ich das, Moment, ob ich das Bongo finde, weil ich glaube, das hatten wir auch schon. So. Hier, Bongo, ja, von Kingsoft, das hatten wir. Ich gucke noch mal gerade. Moment. Aber Moment, ich muss die Speicherweitung ausschalten. Moment, das geht jetzt nicht. Ach, das war irgendwas. Ich gehe mal auf aufs originale Kernel. Nee, das sieht aus wie zu wenig Speicher. Dann schalte ich mal 3 Kilobyte ein. Moment. Nee. Oder 16 Kilobyte. Vielleicht braucht er 16 Kilobyte. Ja, tatsächlich. Genau, mit dem Jetpack. Ja, da erinnere ich mich dran. So, F1. Ja, hier, Udo Goertz von Kingsoft. Ach, das ist aber abgestürzt, glaube ich, oder? Nee, jetzt geht's aber. Interessant. Ja. Ja, das sieht auch ziemlich gut aus hier, das Bongo. Aber ich glaube, da gab es damals technische Probleme. Das ist immer nur ganz kurz angegangen und dann abgestürzt. Aber es kann sein, dass ich das unter Jiffy DOS laufen hatte und jetzt mit dem Originalen geht das. Was habe ich denn gesagt? Oder wie war der Name? War das nicht Goertz oder Goertz? Habe ich jetzt nicht ganz gelesen, das ging ein bisschen schnell weg. Ja. Ja, aber das sieht, also grafisch sieht das eigentlich ganz nett aus. So auch, das ist halt auch schon wieder von einer anderen Qualität, das merkt man, weil. Ich finde es auch ein bisschen so vom VCS inspiriert. So, also ich könnte mir auch so ein Spiel auf dem Atari ganz gut vorstellen. Ja. Aber warte mal, ist es dann auch ein Klon gewesen? Weil du, Exorcist, du sagtest gerade Kingsoft. Hier, Goertz, nicht Goertz. Goertz, Udo Goertz. Sorry für den falschen ausgesprochenen Namen. Weil, ja, also für mich war Kingsoft halt immer bekannt für Klone, für gute Klone. Die haben das gut nachgemacht, aber die haben halt auch damals alles irgendwie neu nachgemacht. Goertz. Ja, Goertz. Sorry, ich hab das falsch, ich habe ein Ö gelesen, weil das war zu schnell vorhin. Meine Augen sind etwas altersschwach geworden. Udo Goertz. Also ich wollte den nicht Englisch aussprechen. Oh Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, ja, die haben viel damals hin und her portiert. Aber
ich kannte halt Kingsoft erst dann vom Amiga. Das ist peinlich, aber ich habe das damals auch nicht, also für mich waren damals auch, glaube ich, Spielefirmen auf dem VC20 noch nicht relevant. Auf sowas hat man nicht geguckt. Ich muss auch zugeben, mir war damals gar nicht bewusst, dass es überhaupt, dass sowas kommerziell verkauft wurde. Also, die Spiele waren halt da. Und ich hatte auch keine Tauschpartner halt damals, weil, ja, ich hatte ja schon erzählt, ich hatte ja dann später Tauschpartner gesucht über Zeitschriften. Und da wurden halt dann selbstgeschriebene Programme und Demos dann hin und her geschickt. Und ich wusste auch gar nicht, oder ich hätte damals nicht gewusst, wo man sich ein Spiel kaufen konnte hier für den VC20. Also ich glaube, in den Kaufhäusern gab es da nichts. Das war halt damals, ja, eine ziemlich verrückte Zeit. Ja, gut. Heute haben wir auch eine verrückte Zeit, aber ja, ich würde mal vorschlagen, da machen wir heute erstmal einen Cut. Nächste Woche, da weiß ich noch nicht, ob ich jetzt zur gleichen Zeit senden kann, weil meine Mutter, die hat Geburtstag und ich weiß auch nicht, ob der Geburtstag stattfinden wird. Ich hoffe es, aber deswegen, wenn gewünscht, kann ich auch vielleicht nach dem Michael nächste Woche noch was senden. Also ein bisschen später, zur späteren Stunde. Ich werde es dann aber noch kommunizieren im Discord. Also für die Leute, die das noch nicht kennen, wir haben ja jetzt im Retro-Kompott einen Discord. Da ist jeder gerne herzlich eingeladen. Und da poste ich Informationen zu dem Treasure Hunt. Obwohl, heute habe ich es vergessen. Tut mir leid. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde mich gleich mal entruckeln, beziehungsweise mal testen, wie ich das Ruckeln wegbekomme. Ja, dann bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss!